micrófono. Chao, chao. Guten Abend. Mein Text heißt Alles und Nichts. Ja, also, jetzt soll ich hier erzählen, was mich so bewegt. Gar nicht so einfach zu beantworten. Also, im Grunde ja schon. Da ist so viel. Mich bewegt der Klimawandel, Waffenhandel, Lügenpresse, falsche Pässe, Netzbeschattung, Flüchtlingsrettung, Hass im Namen von Religion, Nazis mit einem Megafon, ungerechte Schulsysteme, allgemeine Bildungsprobleme, LKWs in Menschenmassen, Menschen wegen Liebe hassen, viel zu hohe Wohnungspreise, der Trump mit seiner Riesenmeise, Ignoranz statt Akzeptanz, Börsencrash, Dauerpech, Atomwaffen, Unfallgaffen, Massensterben, Schuldenerben, Depressionen, Fehlfunktionen, Altersarmut, Kinderarbeit, Kapitalismus, Kommunismus, links, rechts, schwarz, weiß, stopp! Moment, ich brauche eine Pause. Sorry, kann gleich weitergehen, mir fällt da bestimmt noch mehr ein. Ja, noch mehr und gar nichts. Das sagt doch alles nichts aus. Jeder denkt über den Scheiß nach. Denkst du, das ist was Besonderes? Ha! Ah, wunderbar. Darf ich vorstellen? Mein Pessimismus. Ich versuche hier eine bedeutungsvolle Aussage zu machen. Kannst du bitte gehen? Bedeutungsvoll, dass ich nicht lache. Das ist doch voller Klischees. Ja, aber Klischees sind doch ein wesentlicher Bestandteil von Literatur. Eben. Alles schon mal da gewesen. Alles, was du machst, hat irgendwer irgendwie irgendwann schon mal vor dir gemacht. Wahrscheinlich sogar besser. Ich meine, du hast schon recht. Aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt nicht wenigstens versuchen sollte. Aber was bringt es denn, ständig dasselbe zu predigen? Selbst wenn du es schaffst, halbwegs originell zu sein, wird es immer jemanden geben, der gegen dich ist. Ja, schon. Aber wir müssen es doch irgendwie schaffen, einen Kompromiss zu finden. Wenn wir uns nur streiten, retten wir die Welt auch nicht. Da liegst du vielleicht gar nicht so falsch. Siehst du, Pessimismus? Ich glaube, wir haben heute beide etwas gelernt. Ohne dich geht es nicht. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Nur dann kann es funktionieren.